Hallo, willkommen. Dies ist Drachenmärchen und ich bin Peter. Dies ist ein Podcast rund das Thema Drachen. Sie kann fiktiv oder nicht sein. Ja, nicht fiktional. Die Drachen durchstiften die Erde vor 200 Jahren. Also die 800 Jahre waren die beliebteste Epoche für die Drachen. Es ist unglücklich, dass die Drachen nur kürzlich gestorben haben. Es war ein sehr gefährlicher Virus, das es alle die Drachen bestiegt hat. Ein ähnliches Tier zu einem Drachen, die Fledermaus, hat die Virus auch. Ich vergesse den Namen, aber es war wie COV und etwas und auch zwei Zahlen. Vielleicht 19, aber ich bin nicht sicher. Wie auch immer ist der Podcast heute über Kindergeschichte. Es ist eine Serie, heißt Der kleine Drache Kokosnuss. Und diese Geschichte ist über eine Reise zum Nordpol. Es ist eine Geschichte von Ingo Signer und der Verlag ist Random House Audio, Deutschland. Es wurde am 29. August 2014 veröffentlicht. In dieser Kindergeschichte sind die wichtigsten Charaktere natürlich Kokosnuss, Oskar und Mathilda, aber es gibt auch Björn, Rudi, Coily und Boily. Kokosnuss, Oskar und Mathilda sind die Hauptfiguren in den meisten der Bücher. Kokosnuss ist ein normaler Drache, wobei Oskar ist ein Fressdrache und Mathilda ist ein Stachelschwein und sie sind Freundin. Björn, Coily und Boily sind Eisbären und Rudi ist eine Robbe und sie kommen vom Nordpol. Björn hat Angst davor, zum Nordpol zurückzugehen, weil Coily und Boily beängstigt sind. Die Abenteuer ist, wie Kokosnuss und seine Freunde Björn helfen können. Es begann, wenn Kokosnuss, Mathilda und Oskar ein Eisbär in einer Höhle finden. Das ist wichtig, weil wir lernen, warum Björn Angst hat. Er sagte, dass Keule und Beule unheimlich stark sind. Er kann sie nicht bekämpfen, weil Eisbären oder er keine Freundin haben. Dann die Gruppe trifft Rudi. Rudi ist eine Robbe und die schmeckt heftigste Mahlzeit im Nordpol für Eisbären. Wenn Björn die Robbe zeigt, will er es essen. Er wartet und spricht mit der Robbe, aber der Robbe erzählt lügend, um Zeit zu gewinnen. Dann hat flutig er. Björn ist verärgert und hat nicht erkannt, dass das ein gutes Ding ist und ist das wichtig für später in der Geschichte. Die Gruppe dann ist in ein Iglu, wo Coily und Boily bleiben. Kokosnuss macht einen Plan. Kokosnuss, Oskar und Mathilda sind nun drei kleine Freunde von Björn und hat die Tapferkeit, um die unheimlich starken Eisbären zu bekämpfen. Rudi kommt in die Geschichte zurück und hilft Björn, eine Lüge zu machen, um Coily und Boily zu erstricken. Am Ende kann Björn im Nordpol ohne Angst leben. Und jetzt, wir haben unseren Sponsor von Eisbären. Die Eisbären brauchen ihre Hilfe, weil sie... Wir unterbrechen diese Sendung vor einer nationalen Notlage. Das Coronavirus hat mehr als 80.000 Menschen in den USA infiziert. Bleiben Sie auf jeden Fall im Haus. Wenn Sie sich entschließen zu gehen, tragen Sie ein vollständiges Hazard. Bitte bleiben Sie sicher. Ob Sie noch Fragen haben, rufen Sie die CDC. Hallo? Hallo? Ich hoffe, dass das funktioniert hat. Und ich hoffe, dass mehr über Eisbären lernen. Ich möchte sehr ermutigen, Folgendes zu spenden. Jetzt zurück diese Geschichte. Diese Geschichte ist Romanliteratur. Wenn also die Frage gestellt wird, ob dies
Handlung glaubwürdig ist, wird es die fast immer Nein sein. Können Draken und Eisbären echt sprechen? Nein. Und es gibt auch ein Bananenboot. Allerdings ist es eine schlüssige Handlung, weil das Ende alles miteinander verbindet. Die vorkommenden Personen sind authentisch, weil sie alle ihre eigene Persönlichkeit haben. Niemand versucht, eine andere Person zu sein, und die Charaktere sind nicht komplex, weil die Kinder nicht verstehen würden. Die Geschichte nutzt wieder Bildsprache und Lautmalerei. Die sind gut an Gewalt, weil man viele Sensoren im Kopf visualisieren kann. Zum Beispiel kann ich ein Iglu imaginieren, wo Collie und Boyle im Angst sitzen, wenn Oscar und Kokosnuss Feuer spielen. Der Klang ist auch wichtig. Spannung ist mit Musik und emotional mit Dialog sprechen vermittelt. Zum Beispiel, wenn Collie und Boyle in den Iglu ankommen, ist der Musik unheimlich und gibt es eine fühlende Wohnspannung. Der Inhalt und die Sprache passen gut zusammen, weil beide nicht sehr komplex sind und für die Kinder leichter zu verstehen sind. Ich denke, dass diese Kindergeschichte insgesamt sehr gut war. Die enthält Mitteilungen darüber, wie man Freunde findet und sich man Ängste stellt. Die Kindergeschichte ist ein gut lernendes Hilfsmittel zu haben, weil Kinder diese Dinge über die Gesellschaft lernen sollten. Das ist alles für heute in meinem Podcast. So nächste Woche werde ich über die Draken in Skyrim übersprechen. Tschüss!